herzlich willkommen zu einem Klassiker der MSX-Geschichte, zum guten alten, wenn jetzt das Intro kommt, genau, Metal Gear 1, zum allerersten Metal Gear, das damals auf dem MSX erschien, wie man schon sieht, 1997, damals für den MSX 2. Und ich lasse mal einfach ein bisschen die Demonstration laufen. Auf die Grafik könnt ihr euch gleich gefasst machen. Das ist das gleiche Stealth-Game, wie man es mit Sicherheit von Metal Gear Solid kennt. Hier die Keycards oder die Card-Keys. Da werden wir noch viel Spaß mit haben, denn davon gibt es gar und schreibe 8. Wie man sieht, der olde Snake, ist da immer noch der große Raucher. Das werden wir ihm aber auch gleich abgewöhnen. Und so kann man gleich ein bisschen punchen. Die KI der Soldaten, so möchte ich es mal sagen, das sind glaube ich auch schon Gnome-Soldaten. Grenzwertig. Jetzt lasse ich noch eine kleine Demonstration laufen, da wird ein bisschen was zu den Keys erzählt. Dann brauche ich das gleich im Game nicht zu erzählen. Dann lasse ich einfach mal die Programmierer dafür machen, den guten Hideo und seine Jungs. Genau, jetzt erklärt er uns den Receiver. Das ist Big Boss. Und der erklärt uns jetzt, wie man die Funktionstasten benutzt. Und die Funktionstasten sind auch identisch so wie auf einer Computertastatur. F1 für Pause, F2 um die Waffen zu selektieren, F3 für das Equipment und man wird viel wechseln müssen. Und F4 ist für den Receiver und dieses Radio. Ja, ich möchte es mal so sagen, es ist so ein bisschen das Navi von Metal Gear. Es wird uns sicherlich total auf die Nerven gehen, aber wir starten einfach mal. So, nach diesem spannenden Trommelwirbel betreten wir, das kann ich schon vorwegnehmen, Outer Heaven. Die Metal Gear Veteranen wissen schon, wo der Name herkommt. Und jetzt kommt der erste Anruf von Big Boss. Genau. Das ist also Big Boss. Er erklärt uns gerade, das ist die Operation N313 und wird uns jetzt auch sagen, wo wir sind. Genau. Wir sollen Outer Heaven penetrieren. Und achtet nicht auf die Rechtschreibung. Ich habe beim Test schon mehrfach gelacht. Gleich kommen noch gleich andere Sachen. Also Destororoi hört sich fast an wie Destroyer. Wie irgendein japanisches Monster. Aber das soll es hier, glaube ich, nicht sein. Es geht also darum, wir müssen in Outer Heaven rein. Und dementsprechend nicht nur Gray Fox finden, sondern natürlich, wie immer in dieser Serie, Metal Gear zerstören. Wir erreichen ihn auf 12085 mit diesem Radio. Und wir können ihn da auch 27 Mal nerven. Ich mache das auch gleich mal. Wenn wir den gleich mal aus dem See hier kommen. Und ich nerv ihn mal. Das ist Solid Snake. Deine Antwort bitte. Und er sagt nichts. Gewöhnt euch nicht dran. Das wird nicht der Standardfall sein. Na, genau. Und da kommt auch schon der erste Anruf. Ich nehme den auch mal. Das ist Big Boss. Mission? Aufs Rach. Alte Zugang. Zähl. Feindlichen Festung Outer Heaven. Achte darauf, nicht vom Feind entdeckt zu werden. Das ist sinnvoll in einem Stealth-Game. Aber ihr werdet gleich sehen, die KI der Soldaten ist ja gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise wir machen erstmal was anderes. Dies ist ja ein Nichtraucher-LP, daher nehmen wir ihm gleich erstmal die Zigaretten weg. Das wird den kleinen Solid nicht gefallen. Aber wir tun das einfach mal. Mit M kann man boxen, das ist auch sozusagen die wichtige Aktionstaste. Das sind Rationen. Damit kann man seine Gesundheitsanzeige wiederherstellen. Man kann mehrere davon sammeln. Ich glaube, am Anfang sind es 3. Das müsste auch sein. Ihr habt unten bei der Bezeichnung Klasse eine Sternwertung. Diese Sternwertung kann bis 4 Sterne ausgebaut werden. Dadurch erinnert sich auch unsere Live-Anzeige. Sterne können wir dadurch erhöhen, dass wir einfach dementsprechend Gefangene befreien. Wir können aber auch, das machen wir dann vielleicht auch mal lustig, auf Gefangene schießen. Sollte man nicht unbedingt, aber mit einem Tod eines Gefangenen wird einem komplett ein Stein abgezogen. So gesehen kann man also, wenn man will, auch einen Hardmode spielen. Den würde ich aber nicht unbedingt bevorzugen. Ich zeige euch mal die ganz sinnvolle Fernglasfunktion. Das ist also der Teleskopmodus. Damit kann man ein bisschen gucken. Zu den netten Schäferhunden kommen wir auch noch. Ich sag mal so, das kann man machen. Man braucht es nicht wirklich. Ich fand die Option eigentlich immer ein bisschen, naja, sinnlos. Ich habe sie, glaube ich, irgendwie damals vor 20 oder so Jahren, wo ich das letzte Mal das, glaube ich, effektiv durchgespielt habe, nie gebraucht. Man kann es machen, man muss aber nicht.
So, jetzt wollen wir mal gucken. Aber ich glaube, ich brauche erst noch eine... die Karte 1, um, glaube ich, hier weiterzukommen. Ich glaube, ja, das ist genau... da müsste es die Gasmaske geben. Die Gasmaske wird euch gleich Big Boss dann entsprechend dann auch sagen, braucht man in einem Gasraum. Ich gehe davon aus, da wäre von euch kein Mensch drauf gekommen. Das ist so wie, Achtung, dies ist ein Schlüssel, der könnte Türen öffnen. Naja, immerhin hebt er nicht so alles heroisch hoch wie der gute alte Link. Dann wären wir, glaube ich, auch noch länger beschäftigt. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Stealth. So, da hat man es gehört. Das heißt, die lassen auch Rationen fallen. Das ist ganz nett. Da geht es auch gleich weiter. Da ist sozusagen der erste Safe-Punkt. Da haben wir unsere erste Waffe. Wie man sieht, ohne Munition. Macht also noch nicht viel Sinn. Und was man auch nicht tun sollte, dass man diese Waffe ohne Schalldämpfer benutzt. So, das ist super. Aber du hältst ganz schnell die Klappe. Alarm wird hier genauso ausgelöst, wie man es von Metal Gear Solid kennt. Das heißt, es gibt dann auch wieder einen gewissen Zeitraum, wo dann dementsprechend der Alarm losgeht. Ich mache jetzt mal für einen lustigen Gag, gehe ich jetzt mal auf den Raum. Aber soweit ich weiß, dann noch, sind da mehrere Leute. Und natürlich hatte ich recht. Und weil ich jetzt ganz heroisch bin, haue ich jetzt einfach ab. So. Ja, ja, ihr könnt mich mal. Dies ist ein Stealth-Game. Ich wehr mich nicht. Ich bin Pazifist. Snake! Was tun Sie da? Ich suche eine Karte. Man kann, wenn man sich das einfach macht, sterben. Das war natürlich geplant. Nein, das war es natürlich nicht. Wir ärgern uns kurz, legen uns kurz auf, schlagen auf diverse Gegenstände ein und machen dann weiter. So, jetzt stellen wir uns mal nicht so doof an. Denn irgendwo habe ich, glaube ich, die Karte 1 vergessen. Das sollte man natürlich nicht tun. Wir gucken mal. Ja. Dann weiß ich, wo ich das letzte Mal nicht hineingegangen bin. Sinnvoll. So, die Karte 1 brauchen wir auf jeden Fall. Können jetzt das einfach mal... wir cheaten uns jetzt mal ein bisschen durch. Die können wir gleich eigentlich selektiert lassen. Die brauchen wir gleich sowieso. Und wie schon gesagt, das sind dann drei Rationen. Es nimmt dann pro Stern auch zu, sodass ihr dementsprechend eigentlich immer gut aufrüsten könnt. Die respawnen auch. Da braucht man sich also nicht viel Sorgen machen. Eigentlich ist dieses Game relativ einfach. Und wenn man sich nicht total bekloppt anstellt... und einfach der Meinung ist, man zeigt jetzt hier den Leuten mal was, dann geht das auch eigentlich relativ von der Hand. Ihr könnt also wirklich das auch wirklich als Stealth-Game benutzen. Das heißt, man kann hier wirklich fast auf Kämpfe verzichten, außer natürlich Bossfights. Die gibt es hier natürlich auch. Die müssen gemacht werden, aber sonst kann man hier das sehr peaceful durchstreiten. So, jetzt haben wir Karte 1 und damit mit Karte 1 können wir jetzt auch das holen, was ich gerade schon überraschend angekündigt habe. Hier holen uns jetzt die Gasmaske. Und dazu gehen wir einfach mal rechts. Jetzt machen wir mal richtig Stealth. Jetzt zeigen wir mal, was wir gelernt haben. Ha. So läuft es dann auch richtig. Und hier ist auch die erste Tür. Leider ist keine Markierung auf den Türen, welche Karte man braucht. Das heißt, man hat dann später das Pech, wenn man viele Karten hat, auch wirklich viele Sachen auszuprobieren. Der sagt uns gerade, er ist schläfrig. Das finde ich gut. Dann bin ich jetzt für einen permanenten Schlaf. Das ist eine Gasmaske, die benutzt man im Gasraum oder je nachdem in anderen Etablissements, aber da kann ich schon vorwegnehmen, da geht der Snake nie hin. So, ich mach's mir jetzt mal ein bisschen eilig, damit wir mal ein bisschen die verlorene Zeit durch einen sinnlosen Tod aufholen. So, da haben wir alles abgeräumt. Es gibt hier also zum Beispiel noch kein Feindesradar, zum Beispiel das, was es dann bei Metal Gear 2 dann auch schon gab. Und bei den weiteren Metal Gear Teilen gibt es hier nicht. Aber man hat das eigentlich relativ einfach aus. Und wenn er einfach auf Sicherheit spielt, so wie ich das gerade eben auch mache, dann kann man auch die Gegner einfach erledigen. So, jetzt buchen wir nochmal hier. Ich glaube aber, dann sollten wir auch alles haben. In dem Lift, den wir gleich betreten, kann man dann auch speichern. Du
schießt wie immer daneben. Also die Angriffs... Das Angriffsmuster, also das Angriffspattern hat man eigentlich schnell raus. Also es ist jetzt nicht gerade so, dass die Leute mit Intelligenz hier die Leute taktisch ausschalten. Das passiert nun nicht so. Deswegen ist das auch nicht so großartig. So, jetzt werden sie abgerufen. Ich freue mich. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Geht mal einfach wieder Fernsehen gucken. Ist auch ein stressiger Job, ne? Kann man mitleben. Ja, auch der Genomsoldat von Welt hat wahrscheinlich auch Burnout. Man weiß es nicht. Jetzt fahren wir diesen spannenden Lift hoch. Gewöhnt euch auch an die unglaublich schnelle Lift-Animation. Ich meine, immerhin haben wir ja keine Lift-Musik. Das ist vielleicht ein Vorteil. Aber wahnsinnig unterhalten ist es nicht. Das sind Kameras. Da sollte man natürlich auch nicht in das Sichtfeld gehen. Dann wird direkt der Alarm ausgelöst. Man kann immer mit den Screens hier tricksen. Soweit ich weiß, geht da die Karte nicht. Da ist, glaube ich, schon Karte 2 nötig. Habe ich recht. Ein bisschen was kann ich mich noch dran erinnern, aber großartig jetzt, dass ich das Spiel auswendig kann, kann ich nicht mehr sagen. Ich kenne noch die eine oder andere Stelle, die nervig war. Zu der kommen wir auch noch. So, da müssten wir, glaube ich, genau, da finden wir zum ersten Mal Munition. Auch die können wir ein bisschen aufpumpen. Auch da mit Munition ist das gleiche wie mit Health. Je nachdem, was für ein Level man besitzt, desto mehr Munition kann man sammeln. Ich glaube, 50 ist jetzt Limit. Das beantwortet die Frage jetzt auch. So, dann gehen wir ins nächste Feld. Da haben wir auch den ersten, den wir befreien können. So, haben wir getan. Wir sind ein guter Mensch. Und jetzt tun wir etwas extra, um euch mal die große Show von Metal Gear zu zeigen. Dies ist überraschenderweise ein Gasraum. Das ist Big Boss. Trage eine Gasmaske in einem Gasraum. Ja, meine Damen und Herren, damit hätten Sie nicht gerechnet, ne? Das sind Rätsel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sitzen viele Menschen dran und haben verzweifelt und hier haben, glaube ich, auch die meisten aufgegeben. Also ich glaube, noch offensichtlicher geht es nicht. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, da muss man sich auch dran gewöhnen und muss man auch einkalkulieren, wenn man Gegenstände wechselt in so einem Gasraum oder in anderen Räumlichkeiten. Ihr müsst aufpassen, dass ihr dementsprechend genug Health habt. Ihr kriegt also auf jeden Fall was abgezogen, ob ihr wollt oder nicht. Selbst in dieser Millisekunde. Ah, ich wusste doch, da geht's weiter. Ha! Ich bin alt, aber ein bisschen was weiß ich noch. Gerettet oder befreit. Foxhounder ist einen vor Tagen angetroffen und ist nun sicher. Ich freue mich. Er wurde vom Feind gefangen genommen. Ja, vom Freund ist meistens auch merkwürdig. Und dann sind wir wieder bei der Abteilung, Gasmaske und andere Geschichten. Und manchmal bezahlt man dann für diese Gefangennahme. Aber das ist merkwürdig. Also, wie schon gesagt, die Dialoge sind nicht nur grenzwertig, sie sind auch manchmal, gelinde gesagt, totaler Unsinn. Hier finden wir C4, unser Plastiksprengstoff zum Mitnehmen. Das wird später auch ganz interessant und damit kann man, wie in bester Zelda-Tradition, dann auch dementsprechend die Wände wegbomben. Ja, dann heißt es auch wieder schön die Wand absuchen. Es gibt aber dann dementsprechend auch Geräusche, sodass man weiß, welche Wand betroffen ist. So, irgendwo ist jetzt, glaube ich, auch dann Karte 2. Wir müssten hier in der Ecke auf jeden Fall den Schalldämpfer haben. Ich glaube, der ist wieder in einem anderen Sektor, wo wir schon waren. Und hier gibt es dann dementsprechend auch die erste Lenkrakete. Ja, wir können dann auch mit Raketen feuern. Bevor einer fragt, nein, für die Raketen gibt es keinen Schalldämpfer. Das war wieder super. So, jetzt kommt Snake, der Einzelkämpfer. Ja, gut. So ein Einzelkämpfer ist er dann doch nicht. Aber das war jedenfalls schon effektiv. Man sieht dann auch, dass die Kameras dann stehen bleiben. Das kann man vielleicht dann auch in Gelegenheiten nutzen, wenn man es sich relativ einfach machen will. Aber wie man sieht, eigentlich sollte man den Kämpfen möglichst aus dem Weg gehen. So, da ist Karte 2. Und damit haben wir sozusagen auch schon eine Menge geschafft. Denn mit Karte 2. Wenn wir das einmal oben ansehen, wo ich dann bin. Also natürlich, wenn ihr einen Alarm auslöst, was man natürlich auch machen kann, kann man mit Space natürlich feuern. So, hier ist das erste Mal ein Elektrogebiet und dafür bräuchten wir dann die Lenkraketen, die wir gleich kriegen. Oh, natürlich sagt uns das jetzt auch Big Boss. Das ist Big Boss.
zerstöre den Stromkreis mit einer Rakete, um dementsprechend nicht vom Strom zu getroffen zu werden. Aber was. Also man ist nicht instant tot, es wird ziemlich was abgezogen, das wird auch wichtig, was Richtung Endkampf angeht. Und ich habe heute anscheinend ein Faible, unbedingt aufzufallen. Ja, man kann sie es schwer machen, man muss aber nicht. So, wie wir sehen, da ist eine Ration. Und das heißt, wir machen jetzt mal eben Folgendes, dass wir erstmal wieder aufstocken. Wir werden das so machen, dass wir versuchen, noch zum Schalldämpfer zu kommen, dass wir die Rakete bekommen. Und dann kann ich auch davon ausgehen, wenn wir den ersten Part auch erstmal beenden. Dann machen wir dann dementsprechend auch später weiter. So, wir wechseln wieder auf Karte 2, die brauchen wir gleich. So. Den verschaffen wir eine ungewollte Pause, das war fast ungeschickt. Aber man kann manchmal Glück haben. Also es ist manchmal so, dass reagiert wird und dass nicht reagiert wird. Also es gibt so ein paar Sachen, wo die Blickfelder nicht ganz so eindeutig sind, wo auch wahrscheinlich die Programmierung nicht so ganz groß einig ist, dass man dementsprechend da weitermachen kann. So, dann gehen wir da weiter. Dann machen wir dies. Und dann versuchen wir jetzt dementsprechend. Ja, wir sind jetzt schon bei 16 Minuten. Dann machen wir das doch beim nächsten Mal. Und versuchen mal eben kurz noch zum Lift zu kommen. Um dann dementsprechend da auch die Aktion dann auch erstmal zu beenden. Und was benutzen wir im Gasraum? Was haben wir heute gelernt? Richtig, eine Gasmaske. Es ist nicht so, als würde man in Videospielen nichts lernen. Gut, wer das vielleicht nicht weiß, der wäre jetzt gesundheitlich sowieso ein bisschen benachteiligt, aber nun ja. So, natürlich nehmen wir nicht die Zigaretten, wir sind nicht mehr Galber, der kann vielleicht mit Zigaretten Türen öffnen, Solid Snake nicht. So, wir machen einmal kurz dann hier gleich einen Break. Die Lifte muss man sich unbedingt merken, das sind eben, wie schon gesagt, die einzigen Checkpoints. Es gab also damals eine Möglichkeit, soweit ich weiß, auf Kassette zu speichern. Ich glaube, es gab keine Möglichkeit, das auf eine Diskette zu speichern, obwohl der MSX2 schon ein eingebautes Diskettenlaufwerk hatte. Aber hier ist der Cut. Und wenn man dann dementsprechend da wieder rausgeht, dann fängt man auch wieder hier an. So, und damit beenden wir auch Part 1. Wenn es gefallen hat, einfach kommentieren, was man verbessern kann, was euch interessiert. Und dann machen wir dementsprechend bald mit Part 2 weiter. Ich bedanke mich.